Aber du kannst das jetzt richtig gut eruieren, wo hier was angesiedelt ist auf der Karte, ne? Jo. Und muss ich muss sagen, das passt mit meiner Karte im Kopf eigentlich ganz gut zusammen. Der Verlauf von den Wegen. Also von dem Weg. Ich dachte, das wäre so verschrobene Gehirnmasse. Das sieht doch noch recht gerade hier alle aus. Mit der Karte, die ich im Kopf habe. Was ist los? Alter, tut das nicht weh? Hol doch die Karte aus dem Kopf. Mach doch nicht so eine Sachen, Mann. Das tut doch weh. Ja, mach es nicht. Hol das raus. So, 2, 3. Das Geile ist, ist ja scheiße, jetzt wieder runterlaufen, kann ich verstehen. Aber das Geile ist, man hat es ja beim Fenster gesehen, so ein Ding kann ruhig fehlen, man kann trotzdem weiterbauen. Genau. Müssen dann nur hinterher dran denken, ne, das hier einzusetzen natürlich, ne. So, pass auf, das heißt, dann kann ich uns auch gar nicht hier jetzt gerade ausbauen. Ausbauen? Oh Gott. Das war aber jetzt gerade doch ein bisschen knifflig, weil das untere fehlte. So, aber genauso geht's weiter. Das könnte so bleiben, wie es ist. Einfach halt offen. So, pass auf, ich setze jetzt Treppe. Hallo? Hallo? So, ich setze jetzt hier, ne? Wollen ja auch mal daherlaufen, ne? Ja. So. Oh Gott, das sind mehrere Lieder in einem. Da war Star Wars bei, da war was vom Hochzeitsmarsch dabei. Da war alles dabei. Machen hier einen Strauß bunter Fußnägel wieder. So, und wir können wieder die Pillarfüße aufbauen. Jetzt müssten wieder Fenster kommen, ne? Ist da, ja, ne? Waren drei, ja, ne? Genau, sind ja. Drei. Genau, richtig. Jetzt müssen wir da Fenster kommen, genau. Muss man gerade dran denken. Drei Fenster, ne? Richtig. Drei. Oh, meine Wade juckt gerade. Ich weiß nicht, ob da eine Zecke gerade dran ist. Das sind die sind bei dir im Keller. Ja, die sitzen ja alle, ne, auf den Fahrrädern mit den Dynamos dran, ne, zur Stromversorgung, ne? Weil... So, die Äußeren sind alle da, ne? Ja, alle da. Naja, war bei den Strompreisen heutzutage, ne, da muss man schon nach günstigeren Alternativen Ausschau halten, ne? Ja, da muss man sich kleine Helferchen leisten. Genau, so Zecken sind dann da recht günstig, ne? Genau. So, pass auf, Fenster war das jetzt, ne? Herr von, gehen Sie da mal lieber weg ein bisschen. Kommen Sie mal runter. Ich habe Angst, dass ich Sie da... Ach, als hättest du Angst um mich. Hör doch auf. Ja, das war jetzt ein bisschen auffällig, ne? Ja. Das habe ich ja nur wirklich nicht. Ein bisschen weit hergegriffen. Alter, da bin ich jetzt eine Etage tiefer gerutscht. So, also einmal oben müssen wir noch mit Wand drauf. So, und ich mache jetzt... mir ging gerade irgendwie ein Licht auf. Hast du deine Taschenlampe angehabt? Ja. Hier habe ich gerochen. Ah, ja. Ich habe gedacht, ich hätte wieder eine Erscheinung von mir selber, aber nee, war dann dein Licht von der Lampe. Alter, du Penner! Alter, bist du scheiße, kacke, bist du kotze. Alter, jetzt ohne Scheiß. Mach, ich hab nicht so getan. Ich hab mich echt voll erschrocken. Mach nochmal. Alter, Herzinfarkt. Ich bin zwar erst 3 Jahre alt, aber Alter, das sollte man in meinem Alter nicht mehr machen. Auch wenn ich erst 3 bin. Ja, wegen plötzlichen Kindstod oder was? Wegen plötzlichen Kindstod. Der war gut. Wegen plötzlichem Kindtod. Nee, wir wollen jetzt keine Witze über Michael Schumacher machen. Oh. So. Was für eine Interpretation, wie geil. Der war gut, ne? Ja. Plötzlicher Kindtod.
Oh, fuck, ey. Stell dir mal vor, wie der danach dann aussieht. Alter. So, alles drauf, dann komm runter. Du, Alter. Aber der war schon gut. Muss man sagen. Das war wahrscheinlich auch das einzigste Kind mit zwei Sturzeln. Einen für den Kopf und einen fürs Kinn. Ja, aber du siehst, das Kinn hat es auch nicht abfedern können. Boah, nein, das ist nicht... Also, wie gesagt, wir sind im Gedanken bei ihm. Wir wünschen alles Gute. Wir hoffen, dass er, ja, obwohl, ja, von der Aussicht her, schätze ich es nicht gut ein. Der ist schon zu lange im Koma. Hm. Aber wir wollen auch gar nicht so viel verraten. Er ist ja in der Aufwachphase, aber wir wollen nicht zu viel verraten, weil wir nehmen ja so... Vielleicht ist er ja heute schon und wir wissen es nicht, ne? Ja. Nein, das ist aber jetzt hier, ne? Also jetzt ernsthaft, ne? Wir wünschen natürlich Michael Schumacher alles, alles Gute und hoffen, auch wenn die Aussicht doch ein bisschen schlecht aussieht, aber dass er hoffentlich vielleicht doch wieder ganz gesund wird oder wenigstens ziemlich gesund wieder wird. Genau. Ja, es ist echt ärgerlich, ne? Da hat er so viel Geld. Also wie gesagt, ich weiß ja, ich gehöre nicht zu den Menschen, ne, die neidisch sind. Ich gönn's ihm. Weißt du, da hast du die Möglichkeit gehabt, richtig viel Geld zu verdienen in deinem Leben. Und wenn du dann nichts mehr davon haben kannst, ne, das ist so eine Scheiße, das ist ärgerlich, oder? Ja, vor allem, er fährt mit über 300 Sachen auf der Straße, ne? Ja, richtig. Dann fährt er so ein ja, gut, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich sag mal, so ein läppischen Skipass da nach unten. Ja. Und er soll ja gar nicht schnell unterwegs gewesen sein. Er soll ja ganz langsam gefahren sein. Eben. Das wurde ja noch bestätigt. Er war ja gar nicht schnell unterwegs gewesen auf der Piste. Und er hat einen Helm auf. Ja. Ne? Das kommt ja alles noch hinzu. Er war nicht schnell, er hat einen Helm aufgehabt. Alles. Weißt du, ganz... Geht manchmal dumm zu. Ja. Hör mal. Was denn? Jetzt haben wir wieder vergessen, ne? Was? Muss jetzt hier noch eine Wand drauf, oder? Scheiße. Eins. Nein, zwei Wände. Zwei Wände, genau. Zwei Wände. Eins. Genau. Eins, genau, zwei Wände. So, gehen wir da wieder ein bisschen zurück. Hör auf, die Sonne anzubeten. So geil, ey. Dieser riesen Berg da hinten. Ah, sieht man schon wieder besser? Nee. Immer noch so gut. Schanauze. Ich habe schon wieder die ganze Zeit nicht nach unten geguckt. So, pass auf. Das heißt, da... Ja, Moment. Zwei Stück habe ich gesagt. Und jetzt kann ich ein Fenster nämlich machen dran. Genau. Ist unten eigentlich dieses eine Fenster, was... Ja, sicher. Das war die Tür, die jetzt noch fehlte, ne? Unten, genau, die eingesetzt werden muss. Ja. Genau, das war die Tür. Die dürfen wir nicht vergessen. So, pass auf. Dann runter wieder. Alter, jetzt will ich aber nachher auch nochmal erstmal wieder ein bisschen klein bisschen Rundumblick wagen, um zu gucken, wie wir jetzt schon wieder hier hochkommen. Muss ich aber beeilen. Es wird dunkel. Oh shit. Alter, es ist schon. Warte. Es ist schon ziemlich krass, ne, die Höhe. Vor allen Dingen, wie weit man laufen muss. Was denn? Ey, jetzt sieht man aber deutlich mehr. Jetzt sieht man deutlich mehr. Da, wo vorher noch der Fels im Weg war, jetzt sieht man wesentlich mehr. Ich zoome mal für die Zuschauer ran. Hier, diese Bäume da, die konnte man vorher nicht sehen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das nicht da so wie so ein Gebäude? Da hinten, genau, links neben den Bäumen auf dem Hang. Da das hinten wo? Ist dieses kranke Dorf. Ja, wenn du so mittig durch diese Felsspalte guckst. Genau, da kann man was... ne, erkennen. Das müsste das sogar sein. Das ist, glaube ich, das, was ich auch sehe. Genau, und da könnte sogar, wo ich jetzt mit dem Fadenkreuz drauf bin, da könnte der Schornstein sein. Links davon, ne? Ja, genau, links von dieser tiefen Felsspalte, genau. Ja, da ist der Schornstein. Genau, das ist der Schornstein, ne? Jo. Alter, du siehst, es hat sich schon wieder kolossal verbessert hier vor... Scheiße, wir standen so dicht, du hast wieder keinen Kopf gehabt. Emma, also, du siehst, also das, was wir jetzt schon wieder höher gebaut... Ey, man kann jetzt schon wieder gar nicht mehr hier die untere Plattform sehen. Oh, Alter, ist die tief. Wie hoch? Jetzt guck dir das mal an, was wir schon wieder an Höhe gewonnen haben seit der Plattform. Meinst du nicht, dass der Turm schon höher ist als der andere?
Ich denke mal, der ist höher. Das würde ich jetzt noch nicht so behaupten. Also kann sein, nicht? Aber ich würde ich jetzt noch nicht sagen, weil der andere war schon, der war auch schon ziemlich kolossal. Ziemlich kolossal. Wir müssten dann echt nochmal genau eruieren, wo unser Außenposten wirklich ist. Aber ganz ehrlich, auch wenn es jetzt wieder leider dunkel wird gerade, ne? Man kann aber schon jetzt schon ziemlich langsam die ganze Straße sehen. Da hinten geht die her, da hinten, so bis dahin können wir gucken. So, und genau da ist der Außenposten. Na guck, wir sind doch hier die Straße lang. Geh mal nach unten. Ja. Na? So, die Kurve und dann kommt dieser kleine Hügel zwischen den Felsen und da haben wir gesagt, rechts dieser Baum, der einzelne, der auf dem Berg steht und den siehst du sogar von hier. Weißt du? Ah, du bist da hinten auf dem Berg schon. Ja. Ja. Und da sind wir, haben wir gesagt, gut, dass der Anhaltspunkt rechts abbiegen und dann schräg nach hinten. Naja, könnte sein. Oh, scheiße, dass das dunkel wird, ey. Aber ist schon interessant, ne? Ja. Es wird immer besser, es wird immer besser. Geil. Okay, dann würde ich sagen, hier, aufbauen. Pillar-Füße. Hoch geht die Kiste. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Hier haben wir jetzt Fenster, ne? Jo. Als letztes, genau. Das heißt, dann wieder drei Wände. Passt ja. Ey, dann sind wir jetzt eigentlich genau im Einklang, ne? So wie wir es haben müssen, durch die eine Etage, die dazwischen gekommen ist. Jetzt können wir nämlich genau diese drei Wände nämlich hochbauen. Ich müsste, glaube ich, dann gleich erstmal leuchten. Ja, da glaube ich auch. Warte. So. Krieg ich. Haben wir alle hoch außen? Yep. Ja. Ja. So, dann würde ich erstmal sagen, da die äußere Ecke. Genau, leuchtest du dann? Mhm. Super. 1, 2, 3 haben wir auch. Dann jetzt hier. Zack. Weil, weißt du, das Problem ist, ne, ich kann ja noch was sehen, aber die Zuschauer sehen dann nichts mehr, weil es eben halt so dunkel wird, ne, gerade auf YouTube. So, pass auf, das heißt, wir haben jetzt wieder erstmal drei Wände, ne? Richtig. Flupp, flupp, plupp. Schnipp, schnapp, strull ist der Eimer noch nicht voll. Nein, ist er nicht. So. Dran. So, jetzt wieder hier, ne, Treppsche für Treppsche. Hast du denn bis jetzt überall Gitterstäbe noch einsetzen können bei den Fenstern? Ja. Ja, das ist doch geil. Das ist doch geil, dass das bis jetzt reichte. Jo. Das ist doch schon eine coole Sau, immer. Eine richtig coole Sau. Coole Sau. Meine Fresse, ey. Boah, geil, wie hier so das Abendrot durchkommt, hier so. Durch Abendbrot? Die. Abendbrot. Oh oh. Oh oh. Ach nee, jetzt kommen wir wieder aus dem Rhythmus. Weil jetzt kommt ja wieder eine Reihe Fenster. Ja. Das war nur kurzfristig von Erfolg gekrönt. Ach, kann ja gar nicht so gerade aufgehen. Genau. Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich. Siehst du dann hier auch so, dass sich das echt lohnt hier, der Turmbau? Weil man hier für einen Überblick kriegt, ist Wahnsinn. Auf jeden ne? Fall. Natürlich. Super geile Kanalratte. Halt! Nein! Ich habe keine Pillar. Na, komm zurück. Ja. Ich hab noch. Schmeiß sie mir zu Füßen. Gulle, gulle, gulle. Oh, fein. Aua, mein Aua! Ah, was war denn da drin? Voll auf den Aua. Fuß. Ja, voll drauf, ey, gepullert. Gepullert! Hier nach unten kommt. Der hat mir auf den Fuß gepullert, die alte Sau. Oh, oh. Oh, oh. Oh! So, da siehst du, da fehlte noch einer. Zack. Alter, was das für ein Balanceakt ist, ne? Und wenn ich mir die Höhe. Ist schon krass, oder? Ja. Aber das ist das, was ich ja auch bei Minecraft gerne mache. So in luftigen Höhen arbeiten. Schon richtig geil. Von dieser Nervenkitzel. Du weißt ganz genau, wenn du runterfällst, dann war es das, ne? Dann war es das. Und dieser Nervenkitzel, den finde ich einfach geil. Oh, es kitzelt schon, ich muss lachen. Es kitzelt mich an den Nerven. Oh, ein bisschen weiter rechts. Oh, so viele Nerven hast du doch. Oh, ein bisschen weiter links. Schnauze. So, warte, zurück. Ey, du bist aber alt geworden, ey. Überall Falten. Boah, guck schon mal, ey, du riechst schon. Säuerlich, ne? Ja, schon.
nach Urin. Kurz vorm Tod. Voll gepisst. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Bei manchen älteren Menschen, ey, da kannst du das echt schon bald riechen, dass die bald fällig sind, ne? Die kriegen ja dann wirklich so einen säuerlichen... ja, die kriegen ja dann echt so einen säuerlichen Geruch, ey. Das ist schon echt, dass die bald fällig sind. Jetzt muss ich gerade selber lachen. Fenster, ne? Ja. Er sagt einfach mal ja. Wenn der Reiskraft das sagt, dann wird er wohl schon stimmen. Ich sag einfach mal ja. Stopp, stopp, stopp. Genau, leucht, leucht, leucht. Da. Okay. Eins, zwei, also dann nochmal eine Wand drauf, ne? Genau. Müssen wir uns merken, haben wir bis gleich sowieso wieder vergessen, aber wir sagen jetzt einfach mal so, dass wir uns da merken müssen, ne? Einfach nur so aus Pflichterfüllung. So, pass auf, jetzt wieder runter.